ein schönes Erlebnis und ich habe mich gefreut. Wenn man dann eben sieht, was sie für einen Spaß haben, dann steckt das auch natürlich an und tut gut. Ich finde es voll cool, dass wir sowas mal machen. Ich fand es spannend, dass wir auch mit denen in den Bus fahren durften und dass wir auch neben denen sitzen durften. Es ist dann etwas Besonderes für die Kinder, wenn sie mal das Nationalteam so hautnah erleben können. Ich glaube, es gibt nichts Schöneres als bei so tollem Wetter hier am Neufeldersee, wo wirklich das Ambiente auch entsprechend ist. Mit den Kindern dann zusammen was zu machen, hat uns toll gefallen auf jeden Fall. Die Kinder sind alle voll lieb und ich glaube, sie haben sich auch voll gefreut auf den Tag und wir auch. Ja, es war total süß, vor allem, weil wir es auch mit den Kindern gemacht haben. Da hat man gemerkt, wie die sich freuen. Mir hat am besten gefallen, dass wir halt den Drehputwagen gegangen sind und dass wir halt gegen das Nationalteam halt dort antreten durften. Man sieht einfach das Lächeln im Gesicht, jeder will einfach gegen uns gewinnen und jeder hat einfach so einen Ansporn, schneller zu treten als die andere Mannschaft und ich denke, es hat nicht nur denen, sondern auch uns Spaß gemacht. Wir haben überhaupt an unserer Schule Gesundheit und Bewegung als einen der Schwerpunkte. Es ist aber auch sehr, sehr wichtig, dass sich Kinder bewegen und deswegen glaube ich, hat diese Challenge noch einen größeren Wert für uns auch gehabt. Es war schon sehr cool mit dem nationalen Frauenteam. Mit Lenken hatten wir sehr viele Probleme, aber es war sehr schön und lustig. Und man hat ja dann gesehen, dass die wirklich, egal ob Mädel oder Puff, dass die voll mitgemacht haben und dass die sich richtig reingesteigert haben und das ist aber auch schön dann. Tolle Challenge und man entdeckt dann doch irgendwie wieder das Kind in sich selbst und ja, war lustig. Es war sehr lustig, mit Nationalmannschaft Drittboot zu fahren. Es war mal was anderes. Ich glaube, es tut ganz gut, einmal ein bisschen weg vom Fußball für einen Augenblick. Und ja, es hat Spaß gemacht. Generell, wenn man draußen Zeit verbringt, ist schon mal viel wert und dann auch noch Sport macht und vor allem in einer Gruppe, dass der soziale Gedanke noch dazu kommt, das ist, finde ich, immer das Schöne. Und uns steckt auch ein bisschen Kind noch drinnen, also von dem her hat es schon gut gepasst. Man hat gesehen, alle waren begeistert, haben sich gefreut auf diese Challenge. Also ich würde mich gerne bedanken bei den Nationalteam, dass sie da waren.